Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und es wird natürlich zu immer erst der Hund gestreichelt. Gestern gab es ja direkt Gold dafür. Ich denke, heute gibt es da nichts, was sich auszahlt. So, dann gucken wir direkt, was machen wir heute. Blutgeldverbrechen abgeschlossen. Ich denke nicht. Distanz mit Truppenmitglied wird auch nichts. Fliegende Vögel getötet. Okay, Gesichtszüge beim Barbier geändert. Nein. Rennen wird auch nichts. Wüstensalbei. Oh Gott. So, der ungeliebte Kopfgeldjäger. Die Adlerauge Nummer. Gesuchte Person. Drei Stück geplündert. Lecco mio. Spezialeintopf. Drei Stück gegessen und Waren an örtlichen Käufer verkauft. Oh, Pfeilspitzen gefunden. Dann hier was von den Gegnern geplündert. Und Wildblumen. Ach, drei Missionen. Dann Geld verdient. Und hier mit einer Restlaufzeit von 5 Minuten. Betäubte Tiere geweckt, legendäre Tiere fotografiert, Tarntonika. Dann hauen wir uns zuerst mal da rein. Und essen direkt. Einmal. Ja, zweimal, dreimal. Also bis dahin kann ich noch soeben zählen um die Uhrzeit hier. Und gucken direkt, können wir auch einen Spezialeintopf. Da haben wir Glück gehabt. Erledigt. Gucken wir mal eben, wie weit ist der Kollege hier? Ja, das dauert noch ein bisschen. Sammlermäßig habe ich ja nichts offen. Dann düsen wir als erstes hier hin. Ich meine, ich hätte was angeschmissen, bin mir aber nicht sicher. Ach so, wo ich gerade hier bin, ne? Da ist mal nix. So, dann öffnen wir hier mal eben eine Karte. Für Pfeilspitzen. Dann schauen wir mal. Okay. Ja, dann machen wir doch erst die hier, oder? Checken mal eben, ob ich hier überhaupt was angeschmissen habe. Sprich, ob der Franzose auch genug zu tun hat. Batch. We can sell it when you like. Ach, ist sogar schon fertig. Ja, komm, dann mordert er zuerst I hier. Have some ideas. Nee, machen wir nicht. Verdienen wir nämlich keine 200 Tacken. Ja, gut, dass wir mal gucken waren, ne? In knapp 23 Minuten gibt es eine neue Käuferliste. Das können wir ja abwarten. So, da unten ist die erste Mission quasi. Dann räumen wir da erst auf. Dann ist mir über Insta die Frage gestellt worden, welche Waffen ich benutze zum Jagen und zum Kämpfen. Da werde ich aber, ich denke, am Wochenende ein separates Video machen. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Ah, nehmen wir mal Hochgeschwindigkeitsmunition, oder? Ich bin ja meist auch Fan der Flinte. Ah, das fluppt nicht so. Das Pferd hängt fest.
Ah, mein Pferd hat's gleich zerlegt hier. Und mich auch. Aber. Ja, komm. Nee, ich muss auch erst eben mal durchziehen hier. Sonst hat's mich gleich zerlegt. Ich treffe ja gar nichts mehr. Oh, es sind noch drei Stück. Oh, bevor wir jetzt das Pferd retten. Plündern wir erstmal. Vielleicht finden wir hier schon irgendwelche Sammlerstücke. Oh, mein Pferd hat sich erledigt. Das ist jetzt traurig. Aber das kommt ja wieder. Wir haben eine gute Versicherung. Die heute nichts dabei. So, da kommt nämlich ein anderes Pferdchen. Aber das gibt's doch nicht. Hier haben wir wirklich nichts dabei. Oh, übersehen habe ich hier auch keinen. Fliegende Vögel, ne? So, da haben wir Herrn Kraft. Das Scheierhaus. Nee, nix dabei. So, dann haben wir jetzt die Betäubungsmunition. Irgendwas finden hier zum Betäuben. Oh, fliegende Vögel. Mehr erwischt. Ja gut. Aber wenigstens zwei für die Tasche. Besser als nix. Noch ein bisschen Prärie-Mohn sammeln. Wo wir schon mal hier sind. Da noch rum. Ach, das sind die Vögel von vorhin, oder was? Ja, was man hier alles noch so nebenbei erledigen kann, ne? Ach, einer der Raben, so, jetzt habe ich's. Ja, komm.
Aber wenn er mal so ein bisschen schneller sammeln würde hier. So, das reicht ja wohl. Dann brauchen wir erstmal. So, aber herstellen muss ich nichts, ne? Hier als Naturkundler. Nö. Schwarzbrunnen haben wir schon alles erledigt. Sammler machen wir jetzt ja gleich. Händler, boah, zweimal, weiß ich nicht. Naja, wir düsen erstmal hier hin. Und holen uns mal in die Pfeilspitze. Da haben wir das andere Pferd wieder. Da seht ihr es. Ein kleines Tier würde ich ja eben noch hier betäuben. Das kann er nicht so gut haben. Oh. Pflänzchen hier. Wo gerade hier sind. So, fix das Tier hingeweckt. Ich sag nur fliegende Vögel. Den nehmen wir noch mit hier. Pfeilspitze einsammeln. Keine Ahnung, wo das hier ist. Aha. Irgendwo hier muss es ja sein. Mal schon mal die nächste Markierung setzen. Schon können wir einen Abflug machen. Geht's auf nach Blackwater. Ah, wenn da jetzt der Puma wäre, ne, dann könnten wir den auch fotografieren. Schlecht wäre das nicht. Immer im Gucken, da liegt nichts. Oh. Oh, oh, oh. Mord! Oh, jetzt aber weg hier. Das war nicht mal ab. Nein. Also selbst, also es war ja keine Absicht. Es war ja mehr ein Unfall. Jetzt aber schnell weg hier, oder? Geld. Habt ihr, seht ihr das? Das gibt's doch nicht. Oh,
Das Kopfgeld können wir nachher auch im Lager löhnen, ne? Wisst ihr ja, wie das geht. So, da haben wir das. Und dann geht's hier hin. Dann checken wir aber trotzdem mal eben hier unten die Ecke. Kleinen Umweg reiten, denn hier ist ja ab und zu ein Pflänzchen. Ah, ignorieren wir auch. Nein, haben wir nicht. Also hier meine ich irgendwo. Ist ja manchmal was. Hier meine ich auch. Aber hier ist nicht das, was ich suche. Ja gut, dann machen wir einen Abflug. Wollen Sie ein bisschen beeilen, ne? Schon. Ja, 16 Minuten, das geht ja noch. Aber wenn das Video etwas kürzer ist, ist ja auch nicht schlimm, denke ich. Geht's hochladen hier schneller, weil ich echt super spät dran bin, ne? So. Aber meist ist das doch hier oben, oder? Ist da etwa wieder dieser komische Kojote? Dann hauen wir uns das auch noch eben rein. Also das zweite Tarantonikum. Immer eben die Karte ziehen. Jetzt bin ich vermutlich wieder zu langsam. Kamera raus. Ja, da ist mir letztes Mal schon entwischt, ne? Aber da haben wir den richtigen fotografiert. Aber ganz ehrlich, den lassen wir laufen. Könnten wir jetzt hinterher düsen. Lohnt doch gar nicht. Gibt doch nur Stress. So, wo ist die Madame? Ist ja vielleicht die viel wichtigere Frage. Ah, heute ist sie hier. Da waren wir ja schon nah dran heute. Da ist sie. So, dann gucken wir mal. Drei Sachen brauchen wir noch. Jetzt kommen die hier trotzdem. Obwohl ich hier so attig nichts gemacht habe.
Was passiert denn hier jetzt? Ich wollte da hier nur meine Ruhe. So, fliegende Vögel. Also, das meine ich, was hier manchmal passiert, oder? Ja, die könnte ich auch looten, ne? Vielleicht haben die ja was dabei. Da will man hier in Ruhe, ne? Ein legendäres Tier fotografieren. Aber ich frage mich gerade, will ich die fremde Person da retten? Ach, das ist die Nummer da hinten, ne? Ja, die habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und das ist die Person. Oh Mann, ich will den nicht retten. Jetzt machen wir erstmal eine Landkarte auf hier. Für Wildblumen. Geht nicht. Jetzt muss ich den Typen echt erst irgendwo hinbringen. Listen, I can't stay around here. I know some people down in Thieves Landing. Ja, komm, hau rein. Komm, hau rein, sonst das wird doch hier nichts. Habe ich vorhin was ignoriert, ne? Aber jetzt werde ich ja fast dazu gezwungen, Leute zu retten hier. Aber eigentlich wird man doch verfolgt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Da kommen sie schon. Oh, mal gucken, wie lange die mithalten können hier. God damn it. I don't believe this. Na ja, here's hoping this twin of mine isn't sat at home having dinner with my wife. Nearly there. Never thought I'd feel safe in Thieves Landing. But I never thought that'd be in a shootout neither. Que cosas, no? Thank you. Take these, please. Least I can do. Mann, Mann, Mann. Das hat wieder Zeit gekostet hier. Für das bisschen. So, Herausforderungen, 3 Stück, ne? Naturkundler sind wir durch. Da könnten wir nachher noch... Ja, komm. Mal jetzt hier den... Die Wildblumen auf.
kommt das ja um die Ecke. Von hier. Das ist ja ums Eck. Dann können wir ja mal eben gucken, ob wir einen neuen Käufer auf der Liste haben. Oh, da wäre die nächste Mission. Aber jetzt suchen wir erstmal das Pflänzchen hier. Wo ist es? Da. Eben zurück zur Schnapsbrennerei. Eben die Pullen abliefern, Geld verdienen. Das kann ja so schwer nicht sein. Ist das nicht schön, wenn das so beleuchtet ist hier? Das ist doch richtig gemütlich. Da kriegt man doch schon direkt Durst, oder? Eigentlich. Wenn ich das so sehe, bei mir. Ein Bildchen. Für unser Titelbild dort hier. Zack. Und dann checken wir mal eben. Haben wir jetzt einen Käufer, der 200 Dollar ausgibt? Also mindestens 200 Dollar. Dispatch is perfect. We can ship it whenever you like. I have some ideas. Nö, haben wir nämlich nicht. Guckt euch das an. Ja, das ist, da geht doch gar nicht. Ich verschenke das heute nicht. So, beim Händler, was müssen wir da noch machen? Zweimal, das wird ja nichts. Also Sammler können wir ja gleich noch fertig machen. Aber das könnte man, aber das wird ja nichts. Ja, dann mache ich heute keinen neuen. Dann holen wir uns jetzt noch das eine Pflänzchen. Und auf Kopfgeldjäger, ehrlich, habe ich keinen. So, hierhin geht's jetzt. Das Wichtige haben wir ja geschafft. Wir wissen, wo die Madame ist. Wir haben ein bisschen Gold verdient. Und ganz ehrlich, wir müssen ja auch nicht jeden Tag die neuen Rollenherausforderungen erledigen. So, hier haben wir noch zwei Sammlerstücke, die nehmen wir natürlich noch mit. Gute halbe Stunde voll.
gotta do. Just do it. Du musst ehrlich sein, fürs Gold macht man es ja irgendwann nicht mehr, ne? Ich hab nur so viele Schatzkarten. Da können wir nicht mehr abarbeiten. Naja. Ja, das ist, wenn man die Waffe nicht parat hat. Und nicht mal mit Deadeye trifft. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Nee, nicht wegwerfen, draufpacken. Das war mutig, ne? Hätte auch böse enden können. Wo ist das Plänzchen? Da höre ich doch schon. Da ist es. So, da hinten wäre eine gesuchte Person. Die könnte man natürlich jetzt mal plündern. Ich zeige das mal eben. Da, zwei Stück bräuchten wir noch. Man könnte ja trotzdem das wegbringen, auch ohne die 200 Dollar. Ja, da hat man halt Pech. Und man könnte hier mal eben, ja, mal eben ist gut, ne? Den da hinten plündern und dann hier aus der passenden Ecke sich zwei suchen. Wäre es auch fertig. Aber... wie gesagt, es muss nicht jeden Abend sein, oder? Jetzt geht's zurück. Gute halbe Stunde, machen wir Schluss. Spenden den Spaß mal eben hier. We're well stocked for the time being. Guess beggars can't... Der bringt's, wie ihr seht. Dann lassen wir uns die Auslieferung für... ja, morgen werde ich es nicht schaffen. Für Samstag offen. Stärken uns nochmal eben. Und machen Schluss für heute. Das war die gekürzte Folge. Oder eine verkürzte Folge. Am Donnerstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.